Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Gesichtspflegeroutine und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Als allererstes nehme ich mir die Haare aus dem Gesicht und das mache ich immer entweder mit einem Gummi, also Haargummi, oder mit einer Spange oder in diesem Fall mit einem Kamm. Und danach wasche ich mir auch schon die Hände. Und danach trockne ich die Hände immer gerne mit Ceva. Ja, ich finde das viel hygienischer wie mit einem Handtuch. Dann benutze ich meine BB-Reinigungstücher und diese Tücher benutze ich immer. Also die benutze ich wirklich jeden Abend. Egal wie gründlich ich meine Gesichtspflegeroutine mache. Also die benutze ich immer, 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 um das Gröbste schon mal von meinem Gesicht zu nehmen, auch wenn ich wirklich sehr müde bin und ja nicht alle Schritte mache. Diesen Schritt lasse ich eigentlich nie aus. Und da könnt ihr sehen, es ist wirklich sehr viel an Make-up schon mal runter. Dann benutze ich mein Augen-Make-up-Entferner und der kommt von Maybelline. Das ist ein 2-in-1 Make-up-Entferner, also ein ölhaltiger genau. Und der ist für wasserfestes Make-up geeignet und ich muss sagen, der ist wirklich sehr, sehr gut. Den mag ich sehr, sehr gerne, da er nicht brennt in den Augen. Ich muss sagen, ich benutze das Ganze auch etwas sparsamer wie früher, weil ich ja meine Laser-OP hinter mir habe und ich zurzeit am Aufpassen bin, dass ich keine Produkte in die Augen bekomme. Obwohl meine Laser-OP jetzt auch schon 2 Monate her ist, habe ich halt immer noch Bedenken, dass vielleicht irgendwas passieren könnte, falls ich Produkt ins Auge bekomme. Und ja, da seht ihr, also es ist wirklich was runtergekommen. Und ja, als nächsten Schritt benutze ich mein Garnier Micellenwasser. Micellenreinigungswasser heißt das und ich muss sagen, dass ich das wirklich sehr, sehr gerne habe. Also das ist ein Micellenwasser, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Viele sagen ja, dass es genau das gleiche Produkt sein soll wie das von L'Oreal. Ich kann das nicht bestätigen. Ich hasse das von L'Oreal und liebe das von Garnier. Ich weiß nicht, ob die Zusammensetzung da anders ist, aber von den Inhaltsstoffen soll das halt das gleiche sein. Und hier seht ihr, also es nimmt wirklich nochmal komplett alles runter. Und dann geht es eigentlich an die eigentliche Reinigung. Da benutze ich meine Reinigungsbutter vom Body Shop und da seht ihr ein großes Hit the Pan. Ich benutze ein Schwämmchen, das ich mal beim DM oder Rossmann gekauft habe, das weiß ich gerade nicht. Und ja, arbeite das Ganze in mein Gesicht ein und diese Reinigungsbutter, die ist wirklich sehr sanft zur Haut. Das heißt, falls ihr Produkte nicht richtig vertragen könnt, dann probiert sie aus. Also sie ist wirklich sehr, sehr gut für empfindliche Haut geeignet. Ja, und nachdem ich mir das Ganze aufs Gesicht aufgetragen habe, benutze ich meine Luna Gesichtsbürste von Foreo und ja, es ist eine Gesichtsbürste, die komplett aus Silikon ist und das ist halt das Gute daran. Sie hat auch auf der anderen Seite ein Anti-Aging Pulsstation und ja, das zeige ich euch gleich nochmal bei meiner Routine, wie ich das Ganze verwende. Das Ganze gibt es in 3 verschiedenen Farben und zwar einmal in Babyblau, wie ich sie jetzt habe und das ist für mich Haut. Dann gibt es sie auch nochmal in Rosa für sensible und normale Haut und in Weiß für sehr sensible Haut. Man macht sie einfach nass unter laufendem Wasser und das ist auch nochmal gut. Man muss nicht aufpassen, dass man da das Gerät an den Stecker vielleicht nass machen könnte oder so. Also man könnte sie auch unter der Dusche benutzen und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde, dass diese Bürste wirklich sehr sanft zum Gesicht ist. Also ich habe ja zurzeit eine Mischhaut, aber im Winter auch eine trockene Haut und sie gibt mir das Gefühl, dass sie wirklich nur abgestorbene Haut zu entfernen, ohne meine Haut auszutrocknen. Dieses Gefühl hatte ich halt bei anderen Gesichtsbürsten nicht. Und ihr seht, die Reinigung ist auch total leicht. Einfach komplett mit Wasser ausspülen und sauber ist meine Luna-Bürste. Dann wasche ich mir das Gesicht und nehme da auch kein Handtuch, sondern benutze auch wieder Ceva-Papier, eine Küchenrolle und tupfe mir das Gesicht komplett trocken. Also ich reibe auch nicht, sondern ihr seht, ich tupfe mir das Gesicht trocken. Und ihr seht, dass meine Augenpartie nicht komplett
sauber geworden ist, aber das liegt nicht an dem Maybelline Augenentferner Produkt, sondern es liegt wirklich nur daran, dass ich ein bisschen vorsichtiger bin, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Augen-Make-up-Entferner. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Früher habe ich auch gerne den vom Rossmann benutzt, aber irgendwann fing er an zu brennen und dann habe ich mich um eine Alternative geschaut, ja, und der von Maybelline ist super. Dann benutze ich noch ein Gesichtswasser und das kommt von Florimare, ich glaube, das heißt so. Das hatte ich mal in einer Pinkbox drinne und ich muss sagen, ich mag es sehr. Das Gute an diesem Gesichtswasser ist, dass es einfach nicht brennt. Also ich weiß nicht, ob da Alkohol drin ist, aber ich hatte sonst immer meine Probleme mit anderen Gesichtswässern, weil da Alkohol drin enthalten war und ja, das Ganze gebrannt hat. Aber der hier ist ganz sanft und entfernt wirklich restlos das Letzte, was noch auf dem Gesicht drauf ist. Diese Creme habe ich sehr gerne benutzt, also dieses Duo von Diadem, und zwar die Tages- und Nachtcreme. Leider sind sie mir ausgegangen, aber ich denke mal, dass ich im Winter diese Serie wieder benutzen werde, denn sie war wirklich sehr gut für meine Haut. Sie war super reichhaltig und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Zurzeit bin ich die Nonik Gesichtspflegereihe am Ausprobieren und da habe ich die Tagescreme, die Nachtcreme und die Augencreme. Da ich das Ganze abends gefilmt habe, benutze ich natürlich die Nachtcreme und gebe mir einen Klecks auf meinen Handrücken und verteile das schön mit meinen Fingern auf meinem Gesicht. Und ich muss sagen, der Geruch gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also es riecht sehr angenehm für ein Naturpflegeprodukt. Den Hals bitte nicht vergessen. Also die meisten Frauen, wenn sie altern sie immer am Hals und am Handrücken, sieht man das. Ich denke, dass das einfach mit der Pflege was zu tun hat, dass man diese Partie zu wenig pflegt. Hier kommt meine Luna nochmal zum Einsatz und da benutze ich die Anti-Aging-Seite und ich benutze es sehr gerne mit meiner Gesichtscreme, damit die Creme halt schön ins Gesicht einziehen kann und ich habe das Gefühl, dass die Creme wirklich so besser einzieht und das tut, was sie tun soll. Ignoriert bitte, dass ich meine Augen immer wieder zumache, aber meine Babys liegen im Bett und ich sehe mittlerweile meine Gesichtspflegeroutine auch als Wellness. Also das war nicht immer so, ich habe es früher gehasst, aber mittlerweile ist das Zeit, die ich für mich nehme. Nach 3-monatigen ergiebigen Testens kann ich sagen, ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht's mit meiner Augencreme und die dupfe ich mir mit dem Ringfinger unter meine Augen. Und mache das dann auch mit dem anderen Auge und ich glaube, das war's auch schon. Zu guter Letzt mache ich die Haare wieder auf, denn ich schlafe am liebsten mit offenen Haaren. Und das war's auch mit meiner Pflegeroutine, also mit meiner Gesichtspflegeroutine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Werde jetzt mir noch die Zähne putzen und lege mich schlafen. Falls ihr noch Lust habt, werde ich euch 2 Videos verlinken. Einmal hier und einmal hier. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ein Daumen hoch wäre auch schön. Und jetzt sage ich Tschüss und bis auf ein Wiedersehen. Tschüss.